So, es scheint also auf die Karte und was sehe ich da? Wie zur Hölle sind wir von Hisokas Anwesen durch das Öffnen einer Tür ins Watarei-Anwesen gekommen? Ren, wie hast du das geschafft? Ich will mich auch teleportieren können. Aber nicht auf die Art und Weise, das ist irgendwie unheimlich. Unheimlich ist das Stichwort, denke ich mal, für diese heutige Episode. Project Zero 5, hier in der Disaster Area. Und, ja. Allein dieser Bildfilter hier ist schon relativ seltsam. Und gerade hier ist Ruhl vorbeigekommen. Die ist auch hier. Was die hier macht, keine Ahnung. Aber ich glaube, wir gehen einfach mal und fragen sie. So, sie ist hier lang gegangen. Wer rollt sich denn da durch die Gegend? Mann, der geschleift wird. Oh. Ah, ich nehme mal an, Moment, nein, da vorne sind ja gar nicht diese schwarzen Schlieren. Okay, dann kann das irgendwie nicht sein. Ach ja, Ren hat ja diese Schattenwahrnehmung nicht. Deswegen haben die uns wahrscheinlich hier diesen Tipp gegeben. So. Gucken wir uns mal das Loch hier an. Ich kann durch das Loch im Boden des Flurs Wasser erkennen. Das Wasser ist schwarz und trüb und es ist schwer unter die Oberfläche zu sehen. Spuren führen aus dem Wasser, als ob etwas rausgezogen wurde. Ach so, herausgezogen, ja, okay. Der Mann wurde definitiv nicht da rausgezogen. Ah, das hier wieder. Bleib stehen, damit ich ein Foto machen kann. Genau, Ren, du sagst es. Aber sie hat irgendwas da gelassen. Ich glaube jedenfalls nicht, dass er schon vorher da lag. Das hätte ich gesehen, als wir das jetzt mal da waren. Aber ja, Ruhis Tagebuch Nummer 4. Ruhis Notizen sind auf den Boden gefallen. Was könnte das bloß bedeuten? Keine Ahnung. Herr Hojo ist von der Frau im Foto fasziniert. Er konnte noch nie gut mit Frauen umgehen. Jetzt scheint er sich jedoch zu verändern. Und ich kann nichts dagegen unternehmen. Ist die irgendwie eifersüchtig? Ich möchte, dass sich zwischen uns nichts verändert. Die Beziehung, die wir jetzt haben. Ich mag die Doppeldeutigkeit. Er muss sich bald entscheiden. Ich frage mich wie. Okay. Rui, falls das wirklich der Grund ist, warum du hier so creepy Sachen machst, lass das. Das ist weder romantisch, noch löst das dein Problem in irgendeiner Weise. Aber ich glaube eigentlich nicht, dass das alles ist. Da steckt noch mehr dahinter. Bestimmt wieder irgendein Geist. Oder mehrere Geister. Oder alle Geister. Oder schwarzes Wasser. Oder der da. Schatten der Finsternis. Hört sich an wie eine Yu-Gi-Oh! Karte. Hallo Schatten der Finsternis. So. Aha, da ist sie wieder. Und ich konnte wieder kein Foto knipsen. Mann, oh. Wir latschen jetzt einfach stur hinterher. Mehr können wir wahrscheinlich sowieso nicht machen. Hallo, Rui. Ach ja, hier war diese Kiste. Gucci, Gucci. Hat er das jetzt etwa nur geträumt? Oh, hallo. Wenn ja, dann ist er zur richtigen Zeit wieder aufgewacht. Nämlich rechtzeitig, um wegzulaufen. Es sei denn, der Geist läuft zuerst weg. Ja, ich weiß, Ren kann manchmal unausstehlich sein. Hm. Okay, Ren, was hast du? Was? Okay, das ist höchst eigenartig. Ren, irgendwas stimmt mit dir überhaupt nicht. Lass mich raten, die geht jetzt einfach mit, als ob nichts wäre. Oder sie bemerkt den Geist einfach nicht und der Geist... Ja doch, so ungefähr. Der Geist, so komm mit auf die dunkle Seite. Ich hab Kekse, hab ich selber gebacken. Ach nein, nicht die schon wieder. Okay. Ren, ich glaub, du bist deinen Wächterjob los. Oh, aber Mio ist wach. Und vor allen Dingen scheint sie noch da zu sein. Fragt für wie lange.
Moin. Are you alright? I need to go back to Mount Hakami. Ja, jetzt wo noch mehr Leute fehlen, ne? Can you take me there? Ah, nichts lieber als das. Well, if that's your answer, thanks for everything. Einen Berg finden kann nicht so schwer sein, ne? You don't mind if I borrow this, do you? Maybe I'll be able to find Yuri as well. Also doch, Yuris Kamera. Whoa, wait. Did he kill her? Rennen, irgendwas stimmt mit deinem Kopf nicht. I'm going. Goodbye. Ren fällt in einen Tiefschlaf, nachdem er die schlafende Yuri und Mio über seine Überwachungskameras im Auge behalten hat. In seinem Traum läuft er Rui hinterher. Als er wieder erwacht, stellt er fest, dass sowohl Yuri als auch Rui verschwunden sind. Er bemerkt, dass Mio sich gerade fertig macht, um bald mit Yuris Kamera Obscura auf den Hikami-Berg aufzubrechen. Als die Tür hinter ihr ins Schloss fällt, ist Ren sichtlich verwirrt. Da hat er gerade einen ziemlich eigenartigen Tag. Und wir haben einen S-Rang dafür gekriegt. Ja, Geilomat. Wow, womit habe ich denn das verdient? Wahrscheinlich, weil ich keine reinigende Glut einsetzen musste. Ha! Da frage ich mich, kann man sich einfach ganz viele Gegenstände erfarmen? Weil die ja von Charakter, der Charakter behält die ja über mehrere Dinger, über mehrere Tropfen. Dann könnte man sich doch eigentlich ganz viele davon farmen, nur um den Punktestand in die Höhe zu treiben. Und dann braucht man eigentlich nur genug Gegenstände und dann hat man so gut wie immer einen S-Rang, oder? Aber vielleicht spielt die Zeit da auch eine Rolle und vielleicht spielt sogar nur die Zeit eine Rolle. Wir wissen es nicht. Aber wir haben einen S-Rang und das ist toll. Dann nehme ich mal an, dass es jetzt ja das erste Mal mit Mio Hinasaki losgeht hier. Außer natürlich diesen Mini-Prolog, aber den zähle ich nicht. Jetzt sind wir mal gespannt, was Mio so auf dem Kasten hat. Aber sie hat die gleiche Kamera wie Yuri, das ist irgendwie schade. Und vielleicht ist ihnen kein cooles Gimmick eingefallen, was sie der dritten Kamera geben können. Und außerdem erklärt das, wieso Mio bisher in dem Schrein so überhaupt keine Chance hatte. Weil sie keine Kamera hatte. So, neunter Tropfen, Mio Hinasaki, diesmal dürfen wir Yuri suchen. Yuri sucht alle möglichen Leute und jetzt dürfen wir ausnahmsweise mal sie suchen, das ist doch super. Spurlos aus dem Antiquitätenladen verschwunden saß sie, okay. Mio nimmt die Kamera Obscura und begibt sich auf den Hikami-Berg, um nach ihr zu suchen. Ja, weil sie ja beste Freundinnen sind. So, das alles brauche ich nicht. Da kenne ich nichts, wir finden genug Kram. Der heilige Sarg. Toll. Nach ihrem Erwachen findet Mio heraus, dass Yuri auf den Hikami-Berg entführt wurde. Entgegen Rens Rat nimmt sie Yuris Kamera Obscura und macht sich auf den Weg zum Berg. Sie hofft nicht nur Yuri, sondern auch Hinweise auf das Verschwinden ihrer Mutter zu finden. Natürlich. Schließlich ist sie genau deshalb ja erst hierher gekommen. Ich kann spüren, dass Yuri auf dem Weg zum Berg ist. Wenn ich die Kamera Obscura benutze, kann ich sie vielleicht retten. Und vielleicht finde ich Hinweise darauf, wo meine Mutter ist. So, wir sind mal wieder hier in der Seilbahn. Das erspart uns eine Menge an Fahrtsweg. So, ist da unten wieder irgendwas? Nein. Bisher war da immer was. Nur beim letzten Mal weiß ich es nicht. Habe ich gar nicht nachgeguckt. Oh, was zum... Die Kamera Obscura. Wenn Yuri sie benutzen kann, kann ich es auch. Zeitlupenschuss. Wird ZR gedrückt, um Geister zu verlangsamen. Damit verbrauchst du Geisterenergie. Wenn du ZR loslässt oder deine Geisterenergie aufgebraucht ist, nehmen alle anvisierten Geister Schaden. Probieren wir das doch mal aus. Jo. Puff. Cool. Und so viel... scheint es jetzt gar nicht irgendwie zu kosten. So.
komm her. So ein bisschen den Kreisen. Ist der nämlich auch noch ein Rückenfeld. Ah, das macht die Sache leicht. So. Bleibt so, bleibt so. Und Feuer. Halt, bleib hier, bleib hier, bleib hier, bleib hier. Gucci, 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 Gucci. Jawoll. So, bleibt nur noch du, Mädel, übrig. Aber ich glaube, der hat so wenig HP, wenn ich einfach so. Aber wozu? Können wir auch so machen. Puff. Das sollte es gewesen sein. Gucci, Gucci. So. Totgeguccied. Das hat sich ausgeguccied. So, hier liegt wie immer unser Film. Den schnappen wir uns auch direkt mal. Aha, es ist wieder Film Typ 14. Da wir diesmal mal nicht nass sind, habe ich sogar so ein bisschen so Forschungsdrang. Vielleicht kommen wir dann in den Raum rein, vielleicht liegt da noch irgendwas. Denn, Gegenstände sind Punkte und Punkte sind geil. Und natürlich können die Gegenstände auch was. Aha, hier scheint alles voll davon zu sein. Was liegt denn da? Film. Danke. Oh, die blauen, die sind so schön. Nanu, was haben wir denn da? Die Dokumente aus den verrosteten Regalen liegen überall verstreut. In ihnen scheint es um die Steuerung und Wartung zu gehen, aber sie handeln zu sehr von der Materie, als dass ich sie verstehen könnte. Ja, stimmt, die hatten wir schon mal. Aha, Kräutermedizin. Ich will gar nicht wissen, wie die schmeckt, by the way. Und das sieht mir nach reinigender Glut aus. Das ist gut, das ist nämlich ganz, ganz viele Punkte. Hoffentlich, wenn wir sie nicht brauchen. So, raus hier. Gibt es immer so einen Rundumschlag an allem, was man braucht. Das ist sehr nett. So, hat die auch Geisterwahrnehmung? Ja, natürlich hat sie das. Das ist die Tochter von Miko, ne? Und wenn die keine übernatürlichen Fähigkeiten hatte, dann weiß ich auch nicht mehr weiter. So, vorsichtig die Treppe runter. Wir wollen nicht stolpern. Wetten, wir müssen wieder in den Schrein der Vergänglichkeit. So, Trott, 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 der Weg müsste eigentlich bald zu Ende sein. Yep, Schrein der Vergänglichkeit. Ja, vielleicht müssen wir auch wieder zurück zu dem See der Verstorbenen, das könnte auch sein. Ich weiß nicht, was mir lieber wäre. So, bisher kann es ja eigentlich nur einen Weg geben. Oben müssen wir dann nochmal nachsehen. Oh, wie schön die Laternen leuchten. So, links oder rechts? Erleuchte mich. Rechts, okay. Oh, haben wir eigentlich? Nein, haben wir natürlich nicht. So, gerade Film umstellen, ist wieder alles in Butter. Aha, bleiben Sie stehen, junge Dame. Ja, gut, dass ich gerade den Filmtyp gewechselt habe. Also, doch nicht der Schrein, sondern wohl der See, nehme ich mal an. Macht ja auch Sinn. So. Das Seil ist immer noch nur ein Seil. Alles klar. Kommt diesmal wieder dieser Priester oder lässt uns diesmal in Ruhe? Oh, der. Das ist zu cool, weil damit kann man Gegner zwingen, damit kann man diese zurückstoßen. Und ich sehe gerade, das braucht doch sogar ganz schön viel Energie. So, weiter schön Foto schießen.
Das macht so wenig Schaden. Ich glaube, ich wechsle ihn mal gerade. Vielleicht nicht auf den. Auf den 61er. Nehmen Sie mal den hier. So. Jetzt noch eins. Und jetzt müsste ich eigentlich genug haben. Ja. Bleib so, bleib so. Nein, bleib da. Boom. So. Na. Und boom! Einfach zu cool, die Fähigkeit. Ich find's awesome. Wenn ich damit, glaube ich, diese Fotoserie vermassel, weil ich dann nicht in den Zeitpunkt erwischen kann, in dem man sie angreifen. Ist der unsichtbar oder was? Denkst du echt, ich sehe dich deswegen nicht. Und so, nein, zu langsam. Nimm den. Wow. Wir haben Zeit. Wir haben Zeit. Vielleicht mal Heilinsel nutzen? Komm wieder zu langsam. Jetzt muss ich mich aber heilen. Manuell heißt das. Bei Wasser. Tada! Na, deswegen mag ich den nicht. Der kündigt sich so früh an. Aber man erwischt ihn einfach trotzdem nicht, weil er so schnell ist. Mistkerl. Vielleicht können wir ja doch, wenn er sich vorbereitet, mit der Zeitlupe im richtigen Moment abpassen. Und ich habe es gerade eben einfach nicht geschafft. Die Möglichkeit besteht. Massen. So. Au. Ich hatte nicht genug. Weg. Ich hatte nicht genug Energie. Das ist natürlich doof. So, 3, 4. Haha. War's das? Nein, war es nicht. Ach so, das ist wieder angezündet, der Penner. So, denn so gut die Gucci, wenn der sich anzündet und wegläuft. Zum verbotenen Tal. Okay, auf geht's. Aber es sollte gerade noch ein bisschen Kräutermedizin fressen. Da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, ob man das überhaupt isst. Egal. Wir haben auf jeden Fall genug davon und müssen dafür nicht das Fallwasser verschwenden. Eigentlich nicht. So. Mit 29.000 Punkte reicht wieder für ein Kamera-Upgrade. Mal eins von den Objektiven vielleicht. Macht dann nur noch langsamer, oder? Oh, springen auf 60. Wow. Okay. Vielleicht rüsten wir das Sprengobjektiv aus und verwenden das dann erstmal als anstelle des Vernichtungsobjektivs, weil das braucht ja wirklich alles an Energie, was man hat. Das ist ein bisschen doof. Das kostet auch nicht so viel. Aber das ist so viel stärker. Obwohl, ich weiß es auch nicht genau. Steht da jedenfalls, also wenn man nachrechnet. Weißt du was? Wildcard, wir verbessern das Dreck als Objektiv. So. Und Absorption.
Assoziation? Oder sparen wir lieber für was anderes? Nee, komm, Absorption. Und dann der Rest wird mal wieder gespart. So. Und dann geht es in der nächsten Episode hier in einem verbotenen Tal weiter. Mal gucken, wo Yuri so hingelaufen ist. Bestimmt zu dem See. Aber warum? Meint sie echt, Hisoka ist noch da? Ich glaube nicht. Und wenn ja, finden wir sie da? Oder ist die da irgendwie weiter? Keine Ahnung, wir finden es heraus. Bis zum nächsten Mal.